Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Crash Bandicoot. Und das letzte Mal haben wir gar nicht mal so viele Level geschafft, ne? Wir haben eins, einen Boss, drei Level und einen Boss. Ja, okay, dann gehen wir jetzt in Native Fortress. Und das mit null Leben, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Warte! Ich korrigiere mich. Ach verdammt, warum sind das dann keine Äpfel? Ich korrigiere mich mit einem Leben. Oh Gott, ich habe so viele verbraten bei diesen Wildschweinrennen. Okay. 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 Bin jetzt. Oh, verdammt! Ich werde es nie lernen, ne? Ich werde es nie lernen, das so zu verwenden. Hatte ich den Affen schon mal? Okay, hier rutsche ich hier runter. Oh Gott, ich höre irgendwas Komisches. Ach so, okay. Okay, das war eine Kombination aus den beiden Sachen. Oh, guck mal, Checkpoint. Crash, du musst ein bisschen schneller durch die Luft fliegen. Ach, guck mal, das kann ich wieder so machen. Oh, Sonne, hör auf, mich zu blenden, bitte. Bitte hör auf, mich zu blenden. Das wäre sehr nett. Wie einfach die Sonne nicht auf mich hört, ne? Das ist schon nett. Schon sehr nett. Warum Äpfel sammeln, ne? Wenn man auch dezent einfach freispielen kann. Boah, ich dachte für einen Moment, dass er das vielleicht nicht überlebt. Aber zum Glück überlebt Crash sowas ja. So. Och, war da was? Nö, ich bin nur runtergefallen. Ist egal. Ich bin nur ein paar Meter runter, aber das ist, ja. Geht schon. Aber warum habe ich das denn nicht vorne gedacht? Egal. Habe ich das jetzt mit erwischt? Und jetzt einfach rüber. So. Das macht Feuer, oder? Ja, okay. Ich war mir gerade nicht sicher. Oh, die Musik erinnert mich voll an Tropico. So teilweise. Die müsste noch ein bisschen mehr Musik haben, sag ich mal. So instrumentemäßig was in die Richtung, aber so mit diesen Sprechen erinnert das mich voll daran. Wow! Lass das bitte. Aha, guck mal da. Ich hab ein Leben. Oh, ich hab es weg. Die manchen Sachen sind hier echt knapp bemessen. Muss ich ja mal sagen. Warum sind hier immer zwei von diesen Dingern dahinter? Muss man das verstehen? Ich möchte lebend ankommen. Nein, nicht so. Oh Gott sei Dank bleibe ich immer dort. So, weg mit dir. Oh, ich trau dem nicht. Ich hab ihn gerade noch gehört, aber ich trau dem immer nicht so. Und dem da trau ich auch nicht. Oh Gott, ja klar. Reicht das, wenn ich hier stehe? Ich bin froh über jedes Level, das ich finde, das ich einsammeln kann. Und über jeden Checkpoint. Oh, guck mal, Bonuslevel. Oh, jetzt sollte es eigentlich so der Moment sein, wo man ein bisschen entspannt, aber nein. Hey, das war doch mal ein sehr interessantes Bonuslevel, ne? Das war... Ja, ich finde keine Worte dafür, dass das ansatzweise beschreibt. Oh, da ist eine Maske. Oh, ich habe den noch hier erwischt. Braucht Maske. Braucht Sicherheit. Und ein Checkpoint. Oh, guck mal, da ist schon wieder sowas. Wo war?
Das kann ich da nicht machen, so Teile da direkt beieinander zu machen. Das war so klar. Puh. Ernsthaft. Ja! Wie macht man das bei denen eigentlich? Weil die so schön unabhängig voneinander sind. Und zwar nicht so, dass der Erste damit anfängt. Nein, dass der Hintere fängt an. Was? Och komm! Das war doch jetzt gemein. Das war reine Schikane von der Pflanze. So, erstmal weg damit. Und dann. Boah! Da bin ich ja froh, dass hier nicht das Feuer war. Echt knapp bemessen. Muss man mal einfach dazu sagen. Oh, guck mal, die sind ja zur gleichen Zeit. Okay, da hätte ich jetzt nicht machen können. Mit dem Feuer. Okay, das hätte jetzt gegangen, aber war mein Glück. Oh Mann! Oh, Checkpoint. Wenigstens schon mal etwas. Bin ich bald am Ziel? Ich möchte so gern dieses Geräusch hören. Also nicht diese Geräusche hier. Wow. Ich wollte gerade sagen, beinahe hätte sie mich erwischt. Und jetzt? Jetzt ist komplett Game Over. Ach so, ja, dann lande ich dort. Auch schön. Aber gut, dass ich ja meinen Speicherpunkt gemacht habe hier, kurz vorher. Weil am Ende der Folge speichere ich ja immer. So habe ich wenigstens nochmal die Chance, die Bonusrunde zu machen. Und nicht direkt am Anfang drauf zu gehen. Ach, guck mal, nochmal ein Level. Oh ja. Zwei Level dazu, Leben dazu bekommen. Warum Level? So ungefähr hier müsste ich doch jetzt gestorben sein, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab Angst. Richtig Schiss. Genau, wegen der Pflanze bin ich drauf gegangen, genau. Da war ja was. Guck mal, jetzt sind da so komische rote Kristalle. Wofür sind die denn? Vor allem verschwinden sie, wenn ich näher rangehe. Und tauchen wieder auf, wenn ich. Was? Ich bin auf die drauf gesprungen. Okay. Am besten sollte man gegen diese Pflanze definitiv die Maske haben. Weil sonst, ja, passiert etwas Schönes. Ich habe es nämlich nicht hingekriegt, das ohne die Maske zu schaffen. Und ich hoffe, dass ich jetzt einfach bei der nächsten Pflanze, die ist nämlich dort, es auch ohne Maske schaffe. Weil es einfach echt schwer und ich bin zwischendurch nochmal Game Over gekommen. Oh, ja, das zählte jetzt, ne? Ja, klar. Klar. Ich hab so Schiss. Nein, es war so klar. Wow, ich hab's mal geschafft, ohne meine Maske zu verlieren, diese Pflanze da zu kriegen. Ich hab das die ganze Zeit nicht geschafft. Ich hab die immer verloren. Oder bin halt dann draufgegangen, wodurch ich ein paar Mal schon Game Over gegangen bin, ein paar Mal. Einmal habt ihr mitgekriegt, noch ein zweites Mal offscreen. Und, beinahe noch ein... Nee, ein drittes Mal war ich auch.
Ja, ein drittes Mal war ich auch. Das habe ich jetzt schon wieder verdrängt. Aber naja. Jetzt habe ich es wenigstens geschafft, kein einziges Mal zu sterben hier. Deswegen habe ich da auch noch wieder so viel Leben. Langsam geht das zumindest in die Richtung. Schon mal gut. What the... Die wussten, wie gemein dieses Level ist. Wie nett. Das ist sehr, sehr... Was? Ah, Manu. Diese Teile. Ich vergesse aber auch jedes Mal, dass ich, wenn ich drunter bin, die betätigen sollte. Und... Ach, kommt schon. Ich bin jetzt schon wieder bei fast 30 Minuten Rohmaterial. Weiß gar nicht, wie viel ich jetzt davon verwenden kann, weil ich jetzt hier mal wieder ein bisschen mehr weggeschnitten habe, als das, was ihr jetzt irgendwie gewöhnt seid bisher. Seriously. Aber ich glaube, ich fail genug, dass das nicht so dramatisch ist, weil ich bin einfach wirklich die ganze Zeit an derselben Stelle gestorben. Und ein paar Mal habe ich euch das ja eh gezeigt. Dann ja. Ist das halt so, ja. Kann man mal verkraften, wenn das nicht mit dabei ist, ne? Jetzt! Crash! Seriously! Bitte, lass das. Ich schlag dich gleich, Crash. Ich schlag dich gleich windelweich. Es ist sehr schön, wie sehr mich dieses Level einfach nur ärgert. Und... Oh, nee. So viel dazu. Oh ja, ich kann ja 2 bis 3 Folgen... voraus aufnehmen und so weiter und so fort. Ja. Ja, kann ich. Jetzt hat er sich gefreut, als er drauf gelandet ist. Ach, weil ich kein einziges Mal gestorben bin, ne? Ach, genau. Wenn man kein einziges Mal stirbt, kommt das scheinbar. Dann hier 13 Boxen übersehen. Weiß ich nicht wo, weil ich bin der Meinung, ich habe sie alle eingesammelt, aber ist in Ordnung. Und ja. Oh, wie ist er denn hierher gekommen? Up the Creek. Was heißt Creek? Ich kenne nur, wenn es ein G ist, dann heißt es griechisch, aber wahrscheinlich den Wasserfall hoch oder so. Oh, ist schön, wie ich jetzt wieder an Leben sammeln kann. Bis dann wieder so ein... ich reite auf ein Wildschwein und bleibe an allen möglichen Stellen hängen. Nein, du sollst nicht runter. Du sollst nicht runterrutschen. Du sollst auf dieser Plattform sicher stehen. Gut. Komm, komm ein bisschen näher, Blatt. Brav. Jetzt das nächste Blatt. Und bitte nicht wieder irgendein Fisch dazwischen. Einmal nicht Coco gesammelt. Was machst du, Affe? Ich dachte, er rollt in die andere Richtung. Dann kam der genau in dem Moment wieder zurück. Nicht nett. Ganz und gar nicht nett. Aber man merkt schon, dass der erste Teil deutlich schwerer ist, als man das vom dritten gewöhnt ist. Da haben sie einiges dann angepasst später. Weil das ja auf eine jüngere Zielgruppe halt auch gehen sollte. Und das ist für die dann auch ein bisschen schwer. Ich glaube es kaum. Ja, sollte einen rollenden Affen nicht entgegentreten. So, okay. Verschwinden die Rosenblätter eigentlich auch im Wasser? Das ist so... Kenne ich irgendwie von anderen Spielen jedenfalls. Sollte es nicht herausfinden wollen, ne? So, einmal... So, Affe, was mache ich jetzt mit dir? Du rollst. Schön, dass du genau dann stehen bleibst, wenn ich nicht in der Nähe bin, ne? Dass ich rüberspringen könnte. So, jetzt aber.
Oh, ich werde gegessen. Ich wusste es. Ah, ich muss mich mal gerade anders hinsetzen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viele Level ich mache, weil ich halt nicht weiß, wie viel von dem Level davor ich jetzt im Endeffekt dann euch zeige und benutzen kann und so weiter und so fort. Und ja. Aber ich denke mir, ich werde auf jeden Fall... Ey, jetzt sag mal! Die ganzen schönen Level, die ganzen schönen Leben, die ich gesammelt habe. Also wenn ich von Level rede, da meine ich die Leben, ne? Da meine ich die kleinen Crash-Bilderchen. Jetzt verbrasse ich die hier schon wieder. Wegen Kleinigkeiten, wirklich wegen Kleinigkeiten. Das ist herrlich. Und euch freut es wahrscheinlich so nach dem Motto, ja, jetzt fällt sie definitiv mehr. Ja, das ist halt... Man fällt automatisch, wenn man ein Spiel nicht kennt. Und es ist deutlich schwerer. Das wurde mir aber auch schon gesagt. So. Nein! Warum rollst du dich dann noch weiter? Du hast dich doch beim letzten Mal auch nicht so oft gerollt. Warum immer dann, wenn ich ausgerechnet dorthin springen will? Nein, nein, nicht ins Wasser. Oh, das war knapp. Ich möchte nicht nochmal Game Over haben. Dann muss ich nämlich das ganze Level davor nochmal machen. Und das waren so viele schöne Leben, die ich gesammelt... Leben. Ja. Immer was richtig. Oh ja, komm, jetzt hätte ich springen können. Ich traue diesen blöden Affen nicht mehr. Och, das war noch Glück. Das war aber jetzt auch knapp. Ich habe nicht mehr dran gedacht, dass da ja noch einer dahinter ist. Fischi, Fischi, Fischi. Was macht das da? Ich weiß es nicht. Oh, oh Manno! Dieser blöde Fisch! Ich habe den noch nicht mal rausspringen gesehen. Ich habe nur gesehen, dass er halt untergetaucht war. So, geh runter. Und noch eins davon fehlt mir jetzt. Ja. Ich habe schon Angst, dass der Fisch wieder zum Verhängnis wird. Hierhin, darüber. Okay. Ah, guck mal. Bonus-Level. Bonus-Level, Bonus-Level, Bonus, Bonus, Bonus-Level. Okay, hier sammle ich definitiv nicht alle Kisten. Ach du meine Güte. Übertreibt es. Übertreibt es bitte. Naja, zwei Leben. Zählt das, dass ich die zwei gesammelt habe? Zählt das? Ja, das zählt, okay. Oh, guck mal, dann nochmal ein Leben. Oh, ich höre das Ziel, ich höre das Ziel. Oh mein Gott. Ich habe das Ziel gehört, ich bin da. Oh, jetzt die Frage aller Fragen, mache ich jetzt noch ein Level oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass dann halt die Folge zu lang wird. Deswegen denke ich einfach mal... Nee, komm, ich mache noch eins und danach mache ich Schluss und dann mache ich... Ich nehme keine dritte Folge am Stück. Was? Achso, das ist ein Boss. What the... Ich weiß ja noch nicht mal, was ich hier machen soll. What the? Was mache ich denn hier? Was? Ich bin völlig überfordert. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Nur so ganz nebenbei. Ach, das sind solche Explosion-Dinger. Auf die soll ich dann auch noch hüpfen? Ja, klar. Wenn es weiter nichts ist. Ja, natürlich. Klar. 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 Ja, ist in Ordnung.
Ich bin so kein bisschen überfordert. Vor allem weiß ich auch über... Das ist, Mann, was ist das denn für ein beschissener Bosskampf? Jetzt ernsthaft. Und ich... Das ist jetzt komplett mein Ernst, ne? Macht dann nur auf dieselben Dinger. Okay, der macht anscheinend nur nach vorne hin. Okay. Okay, ich muss abwarten, wenn das hier ist. Oh, verdammt. Es hätte gut gehen können. Hätte, ist es aber nicht. Okay. Na, Mano! Crash! Mann! Natürlich, genau in dem Moment ist er nicht dort. Yay, das freut mich sehr. Och, kommt schon. Was? Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich wieder runtergefallen bin. Oh, das ist aber auch ein Bosskampf, der ist ja richtig scheiße. Um es mal nett auszudrücken. Oh nein, was macht er jetzt? Okay. Okay. Der macht also unten und die in der Mitte komplett. Mal gucken, ob ich den erwische. Ja, hab ich noch erwischt. Jetzt habe ich Angst. So. Okay. Der macht dieses Karo-Muster. Ups, nein! Nein! Ich hatte ihn fast! Ich hatte ihn fast! Der ist seltsam. Das ist ein sehr seltsamer... Oh, warte. Ups. Okay. Jetzt macht er das da. Was können wir schaffen? Ich hab ihn besiegt. Oh mein Gott, ich habe damit nicht mehr gerechnet. Absolut nicht. Oh je. Oh je, jetzt mache ich definitiv einen Schnitt nach diesem Kampf. Ach du meine Güte, was haben die Macher denn dabei geraucht, als sie den gemacht haben? Oh Mann, oh Mann. Oh, 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 upsa, nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich überhaupt nicht. Ja, wie gesagt, ich mache einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin dann, tschüss, eure Ritter.